Neue Technologien beeinflussen immer mehr Bereiche unseres Lebens und mit dem technologischen Fortschritt ändern sich auch die Anforderungen an junge Menschen. Kompetenzen in den MINT-Disziplinen sind in der heutigen Gesellschaft immer stärker gefragt. Deshalb zeichnen wir Bildungseinrichtungen aus, die ein forschendes und entdeckendes Lernen in den MINT-Fächern ermöglichen. In Ihrer Bildungseinrichtung wird der Grundstein gelegt für Naturwissenschafts- und Technikbegeisterung. Dies ist Voraussetzung für den Wandel zu einer erfolgreichen Innovationsgesellschaft. Denn ohne Technik geht heute gar nichts mehr. Österreichische, aber auch internationale Unternehmen suchen ganz dringend engagierte Techniktalente. MINT öffnet damit jungen Menschen ganz besondere Zukunftschancen. Sehr geehrte Direktorinnen und Direktoren, liebe Pädagoginnen und Pädagogen, mit dem MINT-Gütesiegel möchten wir uns ganz herzlich für Ihr großes Engagement in der MINT-Unterrichtsentwicklung bedanken. Wir gratulieren zu dieser Auszeichnung. Mein Name ist Anton Heidel aus der Mittelschule in Glas. Ich bin hier verantwortlich für den Freigegenstand MINT und auch für MINT in Mathematik. Und wir integrieren in unserem Freigegenstand mit Baukästen und programmierbaren Robotern ein bisschen Programmiersprache, Naturwissenschaft und Technik und physikalische Grundbegriffe, Umlenkrollen und so weiter, Zahnräder, Bewegungen und vor allem Programmieren von Robotern, bisschen Elektrotechnik auch, Verlöten von Platinen und alles Mögliche, was mit Naturwissenschaft und Technik zu tun hat. Wir arbeiten mit 3 verschiedenen Systemen, mit dem Spikes-System, ein Roboter, mit dem EV3 Mindstorm-System und mit den Naturwissenschaft und Technik-Baukästen, wo wir die Basisphysik damit abdecken. Die Schüler haben, glaube ich, großes Interesse und große Freude. Müsste man die Schüler selber interviewen. Meines Erachtens finde ich, dass vor allem auch in Mathematik, dass hier endlich einmal die Programmierung und CAD-Programme und Excel ein bisschen integriert wird, dass das naturwissenschaftlich und technisch eher praxisorientierter wird, das Ganze. Zeichnet und ja, können wir einschalten. Perfekt, und wie habt ihr das jetzt da gemacht? Ich sehe, das habt ihr mit so einem Spike gemacht. Also wir haben das mit 2 Motoren gemacht, der was entweder auf, nach oben und nach unten gehen und nach links und nach rechts. Und einen simplen Programmcode dafür programmiert. Welche Programmiersprache? In Scratch. In Scratch, gell? Und wie taugt es euch da in dem Freigegenstand? Also mir taugt es sehr gut, weil man mal einen Einblick in das Programmieren und in das Bauen einmal kriegt. Und das ist einmal eine eigene Erfahrung. Okay. Ja, ich finde es auch nicht so schlecht und es ist mal was ganz anderes.